Bibel sagt uns sehr klar, dass unsere Anbetung allein zu Gott, unserem Schöpfer, gehört. Die Heilige Schrift zeigt uns deutlich, dass wir zu den Aposteln, zu Maria, die Mutter Jesu, zu Engeln, zu Reliquien, Statuen, Bilder und so weiter und so fort nicht beten dürfen. Wir dürfen laut der Bibel Gott nicht durch diese Personen oder Sachen und so weiter anbeten. Gottes zweite Gebot, das man im 2. Mose Kapitel 20, Vers 4 bis 6 finden kann, sagt uns: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da Heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen, und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieb haben und meine Gebote halten. In diesem Punkt ist es sehr klar, dass das Papsttum die Prophetie aus Daniel 7, Vers 25 erfüllt hat. Wenn Sie im katholischen Katechismus schauen, werden Sie merken, dass das Papsttum dieses Gebot völlig eliminiert hat. Und dann hat es das 10. Gebot in 2 Teile gespalten, damit am Ende immer noch 10 Gebote sind. Weiterhin präsentiere ich Ihnen einige wichtige Bibelverse ganz konkret in Bezug auf Maria, die Mutter Jesu. Matthäus 12, Vers 46 bis 50 sagt uns: Er noch also zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihn ansagte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er reckte die Hand aus über seine Jünger und sprach: Siehe da, das ist meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder, Schwester und Mutter. Das kann auch im Lukas 8, Vers 19 bis 21 gefunden werden. Lukas 11, Vers 27 und 28 sagt uns: Und es begab sich, da er solches redete, erhob ein Weib im Volk die Stimme und sprach zu ihm: Selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach: Ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Nirgendwo in der Bibel wird uns gesagt, dass wir zu Maria beten müssen oder dass wir Gott durch Maria anbeten müssen. Die Apostel haben nicht zu Maria gebetet und haben nicht über sie gepredigt und so weiter. Die Bibel sagt uns klar, dass nicht Maria, nicht die Apostel, nicht die Engel, sondern allein Jesus Christus der einzige Mittler zwischen uns und Gott ist. Zum Beispiel Philipper 2, Vers 9 bis 11 sagt uns: Darum hat ihn auch Gott erhört und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. 1. Timotheus 2, Vers 5 sagt auch: Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Petrus sagt über Jesus Christus die folgenden Worte, Apostelgeschichte 4, Vers 12: Und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Lesen wir jetzt, wie Petrus reagiert hat, als Cornelius ihn anbetete. Apostelgeschichte 10, Vers 25 und 26 sagt uns: Und als Petrus hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel zu seinen Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, ich bin auch ein Mensch. Lesen wir auch, wie der Engel reagierte, als Johannes ihn anbetete. Offenbarung 22, Vers 8 und 9 sagt uns: Und ich bin Johannes, der solches gehört hat. Und da ich's gehört und gesehen, fiel ich nieder, anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir solches zeigte. Und er spricht zu mir: Siehe zu, tut es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und deiner Brüder, der Propheten und derer, die da halten die Worte dieses Buchs.
Bete Gott an. Zum Schluss lesen wir Prediger 12, Vers 13 und 14. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gehört allen Menschen zu. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles was verborgen ist, es sei gut oder böse. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen.